それにしてもウィス、この妙な波動は一体何だろうね。やはりビルス様もお気づきでしたか。どうやら人の手で作られたもののようですが。波動？何の話？なんだ、お前にはわからないのか。鈍いな。鈍いとは何よ。失礼ね。普通の人間はわからないわよ。おや、この件についてお話があったわけではないのですね。てっきりごちそうを食べさせる代わりにこの波動について教えろというのかと。そうよ、すっかり忘れてた。今世界中が大変なことになってるのよ。急にソン君たちの偽物みたいなのが出てきて世界中で暴れてるし、突然フリーザやセルが復活したりで大混乱なんだから。ふーんじゃないでしょ。地球のピンチなのよ。Pulver nicht so gut, aber du sprichst mit Beerus, einem Gott der Zerstörung. Das ist ihm doch scheißegal. Sag ich ja. So eine Sache, Jori. Hayak oishii tabemono o dase. Was diese leckeren Leckereien, okay? Taskete kurenai no ne? Ja, man, so eine Frage für sich, wo sind eigentlich die anderen Zeitkämpfer? Also, kann ja wohl nicht sein, dass Son Goku der Einzige ist, der auf der Erde ist. So, 自力で体を動かすことはできますか。それがよ、腹減ったし起きようと思うんだけど目が覚めねえんだ。いやー、ビスンクレイジーズショーン。俺がいる場所の出口がどっかわかんねえし、ぶっ壊して出られる気もしねえ。Die Fragen stellst du dem falschen Kumpel.悟空さんから返答がないところを見るとやはり自力では動けないようですね。あれ、オラの声ウィスさんに聞こえてねえか。ウィスさんの声は聞こえんだけどな、困っちまったな。ひょっとすると悟空さんがこうなったのはこの波動の影響かもしれませんね。波動の力で気の量が制限され、反動で精神が体の奥底で冬眠状態になった。そんなところでしょうか。気が多そうな連中は全員強制的に眠らされているようだが、だったらなんでビルス様とウィスさんは大丈夫なわけ。決まってるだろう、神はそんな波動なんかの影響は受けない。あ、そう。まあこの謎の波動を何とかしない限り悟空さんはずっとこのままでしょうね。そんなの困るわよ。あ、ちょっと待って、今各地の様子を見に行くってみんな外に調べに行ってるのよ。でも強い人が眠っちゃうってことは他のみんなも出て行った先で動けなくなっているでしょうね、おそらく。もしくは誰かに体を乗っ取られているか。Also bleibt dabei, die Animation ist echt geil vom Spiel. Was soll ich denn machen? Alle
響を打破するにはこの波動を止める必要があるでしょうね。ブルマさん、この波動の原因に心当たりはありませんか？急にそんなこと言われても。あ、そういえば思い当たることがあるようだな。なんであの時16号が現れたんだろうって。それに孫悟空にリンクしているものって言ってたし、今起こってることと全く関係ないとも思えないわ。Logische Schlussfolgerung. So, 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 so.そんなこと言わないでよ。おいしいごちそう用意するからね。何度も言うようだが、僕たちには関係ないことだ。困っているなら悟空の体に入っているやつに頼めばいいだろう。え、OK。 悟空の体を動かせるんだろう。だったらこいつも戦えるはずだ。Ja, aber Professor Hu kann mit Son Goku ist ein ganz anderes Thema. Ja, ich fürchte auch. Danke! Kapitel 2, Karte 2. Komm, Krieger der Erde braucht er. Ich finde es ein bisschen erstaunlich, dass das erste, die erste Karte so kurz war. Und die zweite ein bisschen länger dauert. Ich bin gespannt, wie viele es überhaupt insgesamt gibt. Dies ist eine Karte der Dragon Ball Welt. Nimm die Kontrolle über den Charakter, mit dem du verbunden bist, und beende das Chaos im Land. Wenn du ein neues Feld auf der Karte betrittst, brauchst du einen Zug. Wenn du keine Züge mehr hast, ist das Spiel vorbei. Planbewegungen also genau. Das ist das Boss. Das ist ein Boss-Symbol. Okay. Wo du keine Züge mehr hast. Mhm. Was und was ist Son Goku? WTF. Jo. Hä? Bestätigen einfach doch. Okay, kann sonst gar nichts machen. Bewege dich auf das Feld eines Gegners, um gegen ihn zu kämpfen. Kämpfe gewähren Erfahrungspunkt, was es stärker macht. Bla 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 bla. Mhm, klingt so wieder auch alles sinnvoll. Das heißt, ich hab's sonst echt. Gott, gerade der Goku Black. Ja, der wäre vielleicht ein bisschen sehr harsch. Ich habe noch genug Züge, ist also kein Thema. Ist das Spiel vorbei, toll. Ja, guck mal, man kann sonst hier nichts machen. Ja, ist nur wegen der ersten Karte und so, war. So, Team Bearbeiten bringt natürlich nichts, weil wir noch gar keinen haben. Kampf beginnen, Gegner-Team. Google gegen Goku könnte lustig werden. Wir gucken mal. Alter, muss dringend was gegen meine PS4 unternehmen, ey. Ja, sieht aus wie ein exakter Klon von dir. Okay, woher weiß denn, dass es überhaupt ein Klon ist, nicht irgendjemand verkleidet oder so, oder sonst irgendwie was, oder keine Ahnung. Okay.
einfach alle ein bisschen grau angezogen. Ja, ist gut. Ja, nur mal, dass Reason noch nicht seinen Goldhoof drauf hat, sonst. Uff. Ja, schon. Sieht nicht unbedingt aus wie ein Klon, sieht momentan mehr aus wie ein Zombie. Da hast du natürlich recht. Jo, extrem lustig. Gegen sich selbst kämpfen. Interessant, der hat rote Augen. Hm. Das könnte spannend werden, Freunde. Nee, nee. Mache doch schon. Wow. Und jetzt kämpfen echt leicht. Der Klon war kein Problem. Yeah. Ja, aber irgendwie noch coole Story-Idee, muss man so sagen. Hat echt was für sich. Superkrieger Story Kapitel 3, Son Goku lebt? Schnell, rette Krillin! Okaerinasai. Ikinari Son Goku ni sokkuri na yatsu to tatakatte konran shita desho? Ja, andererseits, momentan überrascht mich gar nichts mehr. Interessant zu wissen, woher die überhaupt alle kommen. Ach echt? Wow, krass. Ja, und ich löse mir Luft auf, oder wie? やったわ。成功ね。でもダメだ。体が重てえし。全然力が入らねえ。やっぱ全然力が出ねえ。この状態じゃ戦うのは無理みてえだ。 中和装置はまだ完璧じゃないから力までは取り戻せないみたいよくわかんねえけんどよこの状況ってドラゴンボールで解決できねえんかそれができるならこんなに慌ててないわドラゴンボールは今は石になってるでしょあそっかすっかり忘れてたぞああ忘れてたってソン君らしいわね。
それじゃあ、ソン君の体の中にいる誰かさん。とにかく、今の状況だと。よよ、kein Problem。あんたにはソン君が本来の力を取り戻すまで戦ってもらわないといけないわね。Alles klar。よし、それじゃあ16号を捜索しつつ、みんなを助けに行くわよ。お、だいぶ弱ってるけど。誰かの木を見つけたぞ。この木はクリリンだ。早速助けに行くぞ。Rettungstruppe, auf geht's! Wobei, jetzt sagt er vermutlich Goku wieder, oder wie läuft es jetzt? Dies ist ein Charakter-Rettungsfeld. Besiegen den Gegner auf diesem Feld, um einen Freund zu retten, damit er dir diesem Kampf helfen kann. Du kannst ihn bis zu drei Kämpfen in einem Kampf ziehen. So mit dem Schuh draus. Das ist ein Kampf-Tutorial-Feld, da kannst du Kampf-Tutorial abschließen und die Grundlagen eines Kampfes erlernen. Besiege alle Gegner Karte, um einen Kobold zu erhalten. Faszinierend. So, ich bin jetzt hier oben. Das ist dann wohl der Gegner und die Rettung. Sehr interessant. Ich habe 20 Züge. Das ist Gegner Yamchu. Der normale Gegner war aber nicht zum Retten, würde ich jetzt mal behaupten. Ein Kampftutorial, das weiß ich nicht übel. Versuchen wir mal. Was sagt eigentlich die Zeit? Ich bin ja mittlerweile schon wieder am zweiten Part. Ja, ich würde mal sagen, ein bisschen was kann ich noch. Ich muss mal gucken, ob ich das nachher schneide. Yamchu-Klon! Weiter geht's mit Mike Goku als Super Saiyajin! So. So, und nach dem mittleren schwere C-Kombo. Das schon wieder. Du, der ist nachher gleich tot, also insofern. Jo, Isa. Einzig für das Superteam! Also, ja, Team. Gokus Körper, Michael am Steuer. Könnte schlimmer sein, Leute. Könnte schlimmer sein. So, wir können da rüber. Sehr gut, sehr gut. Dann natürlich mal. Tenshin Han. Und auch kurz Tien. Es steht da Tenshin Han, okay. Pech gehabt, war. Aua. Aua. Ja, ist gut, ich versuch's ja. Ey. Da müssen wir aber auch zurückschlagen, ey. Was zum... Da ist Sunny wieder, wa? So, jetzt aber. Ist eh vorbei. Oh, nee.
Doch, geht schon. Super Saiyan 3 for the win! Sieg für das Spielerteam, oh yeah! Das ist krass, krass! So, was? Gegner, ah, sind es jetzt zwar zwei Gegner, aber halt ohne Klon, war, kann man so sagen. Den Platz zu weit weg. Okay, gehen wir hier hin. Hier hin. Gegen Piccolo. Ich würde sagen, Freunde, nach diesem Fight gegen den Piccolo-Klon ist gerade ein, ja, ein guter Zeitpunkt, ein Part zu beenden. Da haben wir bereits Part Nummer 2 vom Let's Play zu Dragon Ball Fighter Z. Und vor allem auch, ja, Story-Modus halt. Da mal ein bisschen gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Oder ich weitermachen mit der Story-Modus. Oder ob ich dann das Gefühl habe, komm, noch erstmal Arcade und beziehungsweise einfach das andere, die anderen Modus noch ausprobieren, bevor wir weitermachen. Aua! Das gleiche wie zuvor. Aua! Na, Giso! Keine Chance gehabt für meine Mega-Kombo. Denn wir sind einfach zu stark. Obwohl Whis ja meinte und Beerus ja auch wären. Der Ki war viel zu schwach, viel schwächer als so ein Goku. Was eigentlich Unsinn ist, wir sind in seinem Körper, also müssen wir eigentlich das gleiche Ki haben. Eigentlich, aber ist egal. Gut, Freunde, ich sage nochmal vielen, vielen Dank fürs Zusehen hier bei Dragon Ball Fighter Z. Nächster Part also, das ist eine gute Frage. Neuversuch, nee. Ich hoffe, das geht überhaupt. Ja gut, eigentlich ist sie abgespeichert, also hoffe zumindest, muss ich halt wieder offscreen nachzocken. Und wird schon klappen. Ja, Frage ist nächster Part, ob wir erstmal noch die anderen Dinge ausprobieren. Zurück zur Lobby, ja. Die uns hier vorgeschlagen wurden, das waren, glaube ich, lokaler Kampf und Arcaden. Erst danach das Story-Modus und weitermachen, oder erstmal komplett Story-Modus und danach. Nee, komm, glaub, mach. Den CR abschließt, der CR. Cool, und Spieler waren Charakteren hinzugefügt. Danke für den Spoiler. CR21, neuer Charakter. So, so ist es auch. Also. Mal zu ansehen. Ja, kann machen. Nächste Part erstmal Arcade-Modus im Lokal. Kann man mal probieren. Nicht durchzocken, sondern etwas einfach mal probieren. Und danach, natürlich ansteht zum Fertigzocken, ist natürlich der Story-Modus. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zusehen und einfach bis zum nächsten Mal. Zurück hier bei Dragon Ball Fighter Seed. Ciao zusammen.